Ein Japaner, eine Russin, ein Amerikaner und ein Bamberger fahren auf der Regnitz. Auf einmal fängt der Japaner an, Reis über Bord zu werfen. Was willst du viel haben? Willst Mais in den Wasser? Blinkglück! Daraufhin fängt die Russin an, Wodka ins Wasser zu gießen. Zastarovje! In Russland, wir haben zu viel Wodka! Da zückt der Ami seinen Geldbeutel und schmeißt Scheine ins Wasser. Bei uns in Amerika, wir haben zu viel Money! Da grinst der Bamberger. Wisst ihr, was wir hier in Bamberg zu viel haben? Touristen! Halt, halt, halt! Nur mal langsam, Bamberger Capitano. Schau dir doch erstmal an, ob deine Gäste nicht auch ihr Gutes haben. Was für eine Atmosphäre. Ich fühle mich wie in Prag. So glaube ich, brauche ich neuen Hut für Mamatschka. Touristen geben in Bamberg jährlich mehr als 250 Millionen Euro aus. Direkter Profiteur davon ist der Einzelhandel. Oh, dieser Hut gefällt mir. Aber natürlich genauso Hotels, Privatvermieter, Stadtführer, Taxis und die Gastronomie. Ein Bamberger Seidalala mit Wilsing, bitte! Der Umsatz der Touristen schafft viele Arbeitsplätze. Gasthäuser beschäftigen Personal, brauchen Handwerker, Steuerberater, Banker und Bäcker für ihr Frühstücksbuffet. Auf diese Weise fließen jährlich 118 Millionen Euro in Bamberger Arbeitsplätze. Das sind über 5000 Vollzeitstellen vor Ort. Tremendous beer, tremendous architecture, tremendous people. Ja, wir haben es schon schön hier in Bamberg. Durch den Tourismus haben wir eine höhere Lebensqualität, bessere Infrastruktur, ein malerisches Ortsbild und einfach mehr Arbeitsplätze. Die Stadt Bamberg nimmt jährlich über 24 Millionen Euro Steuern allein durch den Tourismus ein. Das kommt allen zugute. Just so tremendous, believe me. Na, Bamberger Capitano, willst du deine Gäste immer noch loswerden? Cheese!